Hallo ihr Lieben, ich sitze hier in meinem Apartment in Svolvær auf den Lofoten. Der Regen trommelt horizontal gegen die Scheiben draußen. Der Wind weht mit Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Kilometer in Böen. Alles andere als freundliches Fotografenwetter. Und genau die Bedingungen brachten mich auf die Idee, ich könnte einen kleinen Film machen und ein bisschen was erzählen über die Fotografie bei schlechtem Wetter, der Schlechtwetterfotografie. Ja, viele von euch stellen sich wahrscheinlich die Frage, soll ich bei Regen oder soll ich bei ekligem Wetter rausgehen? Soll ich fotografieren? Ich würde doch eigentlich viel, viel lieber im warmen Bett liegen. Auch das möchte ich gerne machen. Aber ich ziehe es dann doch vor, wenn die Wetterbedingungen schwierig sind, meine Bilder zu machen, weil die Bilder dann anders aussehen als an einem sonnigen Tag, an einem wolkenfreien Tag, an einem schönen Tag. Viele Leute sagen immer zu mir oder die Nicht-Fotografen, wenn du auf die Lofoten gehst und nach Teneriffa, ich wünsche dir blauen Himmel und schönes Wetter. Und sage ich, das ist aber nicht das, was ich will, weil bei dem Wetter fotografiere ich nicht, weil das ist spannungslos, blauer Himmel. Ich möchte gern Drama im Wetter haben, ich möchte gern Drama in meinen Bildern haben, ich möchte gern Drama Licht haben. Ja, du machst du eine Reise, planst im Vorfeld alles, du planst deine Locations, du planst den Tidenstand, du überlegst, wie könnte das Wetter werden, malst dir vielleicht, so wie ich es mache, verschiedene Fotos schon aus und sagst, ich würde gern das und das fotografieren in dem Licht und kommst hierher und ein Tiefdruckgebiet donnert über dich drüber mit starken Windböen. Und dann sind die, wie soll ich sagen, Erwartungen, die man an seine Fotografie hat, relativ schnell wieder an den Boden zurückgedrückt. Und genau darum geht es, die Erwartungshaltung, die man an seine Bilder hat, vielleicht zurückzuschrauben, sich zu resetten, sich mit dem Wetter auseinanderzusetzen und zu schauen, dass ich, ja, wie soll ich sagen, andere Bilder mache, dass ich mich motiviere, rauszugehen, dass ich mich motiviere, anders zu sehen, anders zu überlegen, anders zu denken. Und das Erstaunliche ist, je länger man sich mit diesem Prozess beschäftigt, desto besser werden plötzlich die Bilder. Ich war gestern draußen, der Wetterbericht hat also nichts Gutes verhießen, starker Wind, Schnee und Regenschauer. Und ich bin trotzdem rausgefahren und hab Filmmaterial mitgenommen, hab für den Film ein bisschen Atmo gefilmt. Und da war wirklich die Situation, wenn ich nicht stabil gestanden wäre, hätte mich der Wind umgeschmissen. Die Jacke wurde von hinten nass. War so eine kleine Hütte, da haben die Türen immer geklappert, die sind auf und zugegangen. Und die Bedingungen, die erlebst du natürlich nicht, wenn du im warmen Hotelzimmer sitzt und wartest, bis das Wetter besser wird und der Himmel aufreißt. Und am Ende bin ich dann doch Richtung Süden gefahren anhand des Wetterradars, was ich natürlich 4-5 Mal am Tag checke und schaue, wie werden die Bedingungen, und bin Richtung Süden zurückgefahren und siehe da, am nächsten Fjord schien die Sonne unter die Wolkendecke, hat die Wolken illuminiert und es war natürlich fabelhaftes Wetter, fabelhafter Sonnenuntergang. Das Drama, was wir Landschaftsfotografen eigentlich immer alle wollen oder was ich immer möchte, eine fantastische Landschaft, eine großartige Landschaft in großartigem Licht. Und das wurde mir an diesem Abend geschenkt. Ihr seht es vielleicht in dem Bild, was ich hier unten jetzt hier einblende. Die tiefstehende Sonne, die natürlich hier oben am Polarkreis im Januar und Februar sehr lange ihren Prozess hat bis zum Untergang und sehr lange da steht, scheint von rechts in den Spot rein. Auf der linken Seite, die Hügelkette wird illuminiert, die kleinen Häuser werden illuminiert. Diese alte, vor mir liegende, wie soll ich sagen, Hütte im Schnee hat ihre ganz eigene Magie, ihren eigenen Charme. Und diese Bedingungen erlebst du natürlich nur, wenn du aus der Komfortzone rausgehst, wenn du dich damit beschäftigst, in das schlechte Wetter abzutauchen. Und diese schlechten Wetterbedingungen sind oft bei viel Wind für schnelle Wetterwechsel natürlich auch verantwortlich. Und dann passieren solche Geschichten, dann hast du so ein Dramalicht. Ja, das heißt also raus aus der Komfortzone, raus aus der Bequemlichkeit, rein in die Kälte, rein ins schlechte Wetter. Das bedeutet gute Kleidung, das bedeutet winddichte Kleidung, Wetterschutz für die Kamera, für die Ausrüstung,
vielleicht ein Schirm, vielleicht eine Plastiktüte, ein Lenscode oder irgendwas, damit das Fotografieren, sage ich mal, auch länger der Ausrüstung nicht schadet. Moderne Kameras sind abgedichtet, die Objektive sind abgedichtet. Aber am Ende traue ich dem allen nicht so 100%. Ich habe da sehr, sehr viel Erfahrung im Laufe der letzten 12 Jahre gemacht. Gut, ich habe mich nochmal auf den Weg gemacht, auf die Ostseite der Lofoten. Ich sitze im Auto und warte, dass der Regen ein bisschen nachlässt. Ich habe hier ein paar Eiscracks gefunden, also Risse im Eis, ein Berg dahinter. Und werde das fotografieren. Muss ich halt ein bisschen putzen, ein bisschen wischen. Ist halt nervig mit dem Regen. Aber letztendlich schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen fotografieren können, weil es geht, solange der Regen nicht horizontal kommt. Und die ganze Ausrüstung versaut. Ich zeige euch die Bilder im Anschluss. Ihr hört, wie es plattert. Ich warte noch einen Moment. Schlechtwetterfotografie Teil 2, Outdoor, echtes Leben. Nicht im warmen Zimmer und jammern übers Wetter, sondern rausgehen. Kalt, Kapuze ein bisschen hoch machen, der Wind kommt von hinten, es regnet leicht. Hier auf den Lofoten kannst du mit diesem goldenen Gras arbeiten bei dem Wetter. Hinten das Gebirge, die Berge, Langzeitbelichtung, Spiegelung, alles kein ideales Wetter, aber am Ende sitzt du zu Hause und sagst, Mensch, ich würde gerne irgendwo mit dir fotografieren gehen, und würdest das wahrscheinlich auch im Regen machen. Da hilft dir kein Jammern, da hilft rausgehen. Arbeiten, fotografieren, Bilder erarbeiten. Ja, kalte Hände. Ja, kalt ein bisschen. Tee habe ich dabei. Richtige Kleidung. Dicke Klamotten, Parka. Zwei Socken, Sealskin-Socken. Die halten die Füße trocken, halten die Füße warm. Im Notfall Heizkissen dabei. Ein warmes Porridge habe ich mir gemacht. Ihr seht mein Gesicht wahrscheinlich nicht. Ich fotografiere jetzt weiter. Zeige euch noch ein paar Bilder im Anschluss und übergebe wieder zurück an den Teil des Films. Aus meinem warmen Apartment ins Wollwehr. Wir sehen uns. Ja, die Wettervorhersage, die ist immer schwierig, gerade hier auf den Lofoten. Ich nutze dazu die Webseite yr.no, die für mich sehr, sehr zuverlässig ist. Ich sage mal, immer die Locals kennen sich aus mit dem Wetter. Das ist bei uns im Pfälzerwald ähnlich. Und diese Wetter-App ist wirklich sehr, sehr zuverlässig, sehr präzise. Natürlich gibt es immer Abweichungen. Wir sind hier am Atlantik. Wir haben hier Windgeschwindigkeiten von 60, 70 Kilometer pro Stunde. Der Wind zieht schnell, die Regen ziehen schnell, die Regenwolken ziehen schnell. Das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Stabile Wetterlagen gibt es selten. Wir haben meistens eine Westwetterlage, Südwest, Nordwest, Tiefdruckgebiete, die hier drüber ballern über den Atlantik, an den Lofoten hängen bleiben, sich da abregnen und da abschneien. Man kann natürlich auch die Wetter-Apps oder Wetterprognosen von Kachelmann benutzen, von Wetter Online, das Regenradar. Das sind alles so Möglichkeiten, mit denen ich meine Wetterprognose für meine Fotografie ja, analysiere oder versuche vorherzusagen. Ja, dann stellt sich die Frage, was fotografiere ich bei dem Wetter denn eigentlich? Es ist draußen Kacke, es ist Mist, ich habe keinen Bock, es regnet. Es gibt so viele Möglichkeiten bei schlechtem Wetter Bilder zu machen, die atmosphärisch dicht sind. Ich kann mit langen Telebrennweiten arbeiten. Bei Wind ist das natürlich sehr schwierig. Da ist immer so der Kompromiss. Ich mache die Streulichtblende weg, dass sich kein Wind drin fängt und das nicht noch mehr shakt oder schüttelt. Ich kann Wellen fotografieren. Ich kann Wellenschäume fotografieren. Wellen, die sich aufbäumen, die sich überschlagen, kann ich fotografieren. Ich kann bei schlechtem Wetter, bei Regenwetter und Windstille natürlich sehr viel mit Spiegelung arbeiten. Ist auf den Lofoten hier oben perfekt. Ich suche dann Fjorde oder kleine Ausläufer oder Seen, die windstill sind und dann spiegeln sich die Berge darin. In der Dämmerung kann ich arbeiten mit der blauen Stunde oder mit der Dämmerungsphase, dem blauen, kühlen Licht. Ich nehme Straßenlampen dazu, ich nehme vielleicht eine Brücke dazu, ich nehme Stadtbeleuchtung dazu, Häfen.
alte Gebäude, die illuminiert sind. Damit kann ich den Kontrast zwischen kalter Umgebung, schlechtem Wetter und der Behaglichkeit in einem Haus darstellen. Ich habe die Möglichkeit, Langzeitbelichtung zu machen. Ich kann die Wolken ziehen lassen, die sich sehr schnell bewegen. Ich kann Tropfen fotografieren. Ich kann aufgeschäumtes Wasser fotografieren, wenn die Wellen sich überschlagen im Vordergrund und ich so Streifen in das Wasser reinkriege. Also fotografische Möglichkeiten gibt es endlose, gibt es sehr, sehr viele. Also bei schlechtem Wetter heißt es nicht, dass ich drin sitzen muss und muss warten, dass ich fotografieren kann. Es gibt natürlich Schönwetterfotografen, die Angst um ihre Ausrüstung haben, die Angst haben, nass zu werden. Die sollen halt dann das machen, was sie für richtig halten. Aber ich bin der Meinung, dass es gibt kein schlechtes Wetter, um zu fotografieren. Es gibt nur, wie soll ich sagen, Ausreden. Außer natürlich, der Regen kommt horizontal. Es regnet so in Strömen, dass ein Fotografieren einfach sinnbefreit ist. Natürlich packe ich die Ausrüstung weg, warte im Auto oder warte in meinem Zimmer, bis sich die Bedingungen bessern. Aber geht raus, versucht es mal, probiert mal bei schlechtem Wetter zu fotografieren. Schreibt es mir vielleicht mal in die Kommentare unten rein von diesem kleinen Film, den ich hier habe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert meinen Kanal, das sagt jeder. Ja, und dann sehe ich halt, dass das, was ich mache, nicht vergebene Liebesmühe ist. Ist halt so, ich investiere in die Filme immer sehr viel Herzblut, sehr viel Zeit, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Passion. Und dann freut es mich, wenn jemand vielleicht was reinschreibt oder den Daumen oben lässt und mir sagt, hey, das hat mir was gebracht, das hat mir gefallen oder es hat mir nicht gefallen. Eine Reaktion sehe ich zumindest, dass ihr das, was ich da hier produziere, vielleicht für wertvoll erachtet und es euch was bringt. Also wünsche ich euch viel Spaß bei der Schlechtwetterfotografie. Ich werde jetzt wieder rausfahren. Der Tag wird jetzt vermutlich laut Wetter-App etwas besser werden. Vielleicht sehe ich heute Abend ein paar Polarlichter. Ich grüße euch herzlich, alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Film. Gut, ich bin wieder zu Hause angekommen von meiner Lofotenreise bei dem, in Anführungszeichen, typischen Lofotenwetter und habe jetzt die Zeit, hier zu Hause am Notebook meine Bilder zu sichten, mein Material zu entwickeln und für diesen Film exemplarisch ein paar Bilder zu zeigen, die natürlich typisch für, in Anführungszeichen, Schlechtwetterfotografie sind. Das typische wechselhafte Lofotenwetter war natürlich auch an diesem Nachmittag da. Wir hatten starken Wind mit Windböen von 50 bis 60 Kilometer. Der Schnee kam diagonal aus riesengroßen Schneevorhängen, aus schnell ziehenden tiefen Wolken. Ich habe diesen Spot hier gefunden, mit diesen kleinen zwei Felsen, die von diesem Tidal Pool umringt werden. In der Ferne hinten geht das späte Licht auf die Hügelkette, auf den Schnee. Und ich habe mich hier entschlossen, mit einer kurzen Verschlusszeit das Drama von dem Wetter und das Drama von dem Tag festzuhalten. Aus der Ferne waren dann die Schneevorhänge so intensiv, dass die Berge hier im Hintergrund bei diesem Bild, bei diesem Telebild, bei der Telebrennweite sehr dull waren. Sie waren sehr, sehr mystisch, wurden von den Wolken stellenweise aufgefressen und das hat meine Aufmerksamkeit erregt und aus dem Grund habe ich mich entschieden, hier bei sehr, sehr starkem Wind natürlich mit einer kurzen Verschlusszeit, mit einem hohen ISO-Wert zu fotografieren, um einigermaßen ein scharfes Bild hinzubekommen und ich fand, wie gesagt, diese Lichtstimmung, die war gnadenlos schön und typisch für die Lofoten. Spiegelungen in den windstillen Fjorden sind natürlich Lieblingsmotive von mir. Hier sehen wir ziemlich spät, ungefähr eine Stunde nach Sonnenuntergang, wieder so eine majestätische Stille in dem Bild. Ich habe den Horizont exakt auf die Mitte gesetzt und habe mit der langen Belichtungszeit versucht, die Spiegelung so klar und so ruhig wie möglich zu bekommen. Die Lichtstimmung ist ziemlich kühl, die Lichtstimmung ist ziemlich kalt. So war es auch vor Ort. Sobald die Wolken sich vor die Sonne schieben, kühlen gerade nach der Dämmerung natürlich die Schatten aus. Die Landschaft erstarrt in ihrer Eiseskälte am Polarkreis. Durch die Luftperspektive sieht man natürlich deutlich, dass der linkere Felsen, der nähere große Berg, natürlich deutlich klarer hervorkommt
und die hinteren weiter entfernten Berge natürlich durch die Luftfeuchtigkeit, durch den Nebel und durch auch die Wolken in einer majestätischen und sehr ja, geheimnisvollen Weichheit im Bild zurückbleiben. Das ist für mich ein majestätisches Bild und absolut ein typisches Bild für die Lofoten. Ja, was macht man bei grauem Wetter, bei bewölktem Himmel? Man kann trotzdem fotografieren gehen. Es spricht nichts dagegen, solche ruhigen, solchen stillen Bilder zu machen. Ich mag natürlich farbige Sonnenuntergänge, dramatisches Licht und Schatten und Lichter in den Landschaften. Aber auch hier hast du natürlich ein sehr ausgewogenes Licht. Die kleinen Felsen im Vordergrund mit den wunderschönen Maserungen und Steinen kommen natürlich exzellent zum Vorschein. Und durch die sehr lange Verschlusszeit, durch die Langzeitbelichtung, wird das Wasser sehr weich in seiner Struktur. Die Wolken lösen sich auf. Und so habe ich natürlich einen fantastischen Kontrast zwischen diesen, ja, verschwommenen, weichen, Bildelementen zu diesen schroffen Bergen, zu diesen schroffen Felsen. Das Stativ steht natürlich sehr weit am Vordergrund und zwangsläufig hat man kalte Füße, nasse Füße, wenn man kein gutes Schuhwerk anhat. Also ich habe dann spezielle Chemikstiefel an und dann kann das Wasser auch über die Hosen drüber laufen, wenn du da stehst und die Welle kommt dann absolut unkritisch. Kleidung ist natürlich das A und O für gute Landschaftsfotografie. Weit nach Sonnenuntergang stand ich hier an einer Straße vor einer riesengroßen Felswand und habe mich dann entschieden, mit dem Teleobjektiv die Strukturen hier zu greifen. Solche Bilder mache ich eigentlich sehr gerne, Bergporträts. Gerade bei diesem bewölkten, nebligen Bild hast du keine Spitzlichter drin, keine Schatten, die dir absaufen. Auch hier kühlen die Schatten, die Farben kühlen aus. Und diese Diagonalen, diese beiden Diagonalen, die hier nach rechts ansteigen, führen meinen Blick nach oben zu dieser Schneekante. In dem Bild gibt es sehr, sehr viel Strukturen und sehr, sehr viel kleine Elemente zu entdecken. Das sind Möglichkeiten, Bilder zu machen, die weit weg vom Alltag sind. Und natürlich auch typische Elemente einer arktischen Landschaft darstellen. Dieser kleine Leuchtturm, der natürlich typisch ist für die Lofoten, hat es mir angetan. Ich fahre immer wieder sehr gerne zu diesem Aussichtspunkt hier hoch, hoch über dem Fjord. An diesem Nachmittag war das Wetter natürlich wieder von seiner ekligen Seite zu zeigen. Das spricht aber nicht dagegen, da zu stehen und zu warten. Die Schneevorhänge und die dunklen Wolken zogen abwechselnd alle Viertelstunden durch. Und man sieht ganz hinten am Hintergrund, wie ein kleines Loch durch diese drüber ziehenden Wolken die Farben des arktischen Sonnenuntergangs freigeben. Ich habe mich hier für eine Langzeitbelichtung entschieden von 60 Sekunden, um die Eleganz im Bild hervorzuarbeiten, gerade um das Wasser sehr ruhig zu erzeugen. Und die Spiegelung oben in dem kleinen Gebäude drin sind für mich so das Highlight des Bildes. Das gibt so einen kleinen Ankerpunkt, gibt auch den Kontrast zu dem Leuchtturm im Vordergrund von der Bildsprache her. Ein sehr starkes Bild, ich mag es sehr gerne, zählt zu meinen Lieblingsbildern von dieser Lofotenreise. Durch die Gezeiten hebt und senkt sich das Wasser in den Fjorden. Und wenn eine dicke Eisschicht drauf ist, dann reißt das Eis natürlich unter der massiven Wirkung ein. Und diese Eisschollen, genau solche Stellen, suche ich immer wieder und mag das extrem für meine Bildkomposition. Die eine Eisplatte im Vordergrund war relativ klar mit kleinen Blasen drin. Hier habe ich mein Stativ sehr knapp über dem Boden aufgebaut, weil auch hier durch dieses Tal der Wind durchgepfiffen ist mit extrem Windgeschwindigkeit, mit extrem Windböen. Man sieht das dem Bild in keinster Weise an. Es ist sehr ruhig. Auch hier habe ich natürlich versucht, einen Kompromiss zu finden aus Verschlusszeit, aus ISO-Wert, aus einer durchgehenden akzeptablen Schärfe im Bild durch das Schließen der Blende und habe mich im Bildvordergrund für diesen Bildaufbau, für diese Bildkomposition entschieden, mit den verschneiten Hügeln der Lofoten-Bergkette im Hintergrund und den Wolkenfetzen am Himmel.
Ja, und das letzte Bild, mit dem ich den Film dann schließen möchte, ist die Polarlichtaufnahme von einem kleinen Strand auf Lofoten mit wieder einem typischen Leuchtturm. Was an der Aufnahme oder an dem Foto so besonders ist und warum ich es gewählt habe, ist nicht die Schönheit der Aurora, da gibt es definitiv bessere Aurora-Erscheinungen, sondern einfach für den Film die thematische Aussage, dass man bei schlechtem Wetter durchaus vernünftig fotografieren kann. Man sieht am kleinen Leuchtturm, wie das Licht so die letzten Schneeschauer und Hagelschauer illuminiert, die über mich hinweggezogen sind. Und am Nordhorizont reißt schon wieder der Himmel auf. Und das Polarlicht tanzt also unter der Wolkendecke. Und das ist vom Prinzip her für mich eine Aufnahme, bei der ich sage, yo, das ist typisch Lofoten. Ja, es gibt Aurora, die am Himmel tanzen in verschiedenen Formen, mit sternenklarem Himmel. Aber das ist für mich typisches Schlechtwetter, typische Fotografie, die möglich ist, wenn ich mich aus der Komfortzone herausbegebe, wenn ich mich hinstelle und warte, bis das Wetter besser ist. Dann sind solche Fotos möglich. Und ich liebe solche Situationen und ich liebe Fotos, die anders sind, die sich unterscheiden von dem, was üblich ist. Ich versuche gerne, meine eigene Sicht der Dinge in meine Bilder zu gießen. Wenn du jetzt die ganzen Bilder gesehen hast und Lust hast, mit mir gemeinsam das zu erleben, von mir das Handwerk der Fotografie zu lernen, den Umgang mit der Kamera, auf diesen Fotoreisen, die ich hier anbiete, kannst du mich begleiten. Das Programm für 2023 ist so gut wie fertig. Es kommt noch eine Teneriffa-Reise im November dazu. Oder für die kommenden Jahre immer wieder neue Fotolocations, die ich bereise und meine Kunden und Teilnehmer mitnehme für einmalige Erlebnisse zum Polarlicht oder zu einfach schönen Flecken auf dieser Erde.